So, dann sind wir wieder. Fangen wir an. Gut, dass ihr das nach draußen geschafft habt, Snowfall. Aber ich kann mir nicht helfen, ich fühle mich verloren. Klare Himmel und starke Winde. Den Sturm, den Razagath entfesselt hat, ist zu mächtig. Wir werden die einzige Heimat evakuieren, die wir je gekannt haben. Es gibt keinen Erdwächter mehr, der uns befehligen könnte. Zum ersten Mal steht es uns frei, unsere eigene Entscheidung zu treffen, unser eigenes Schicksal zu bestimmen. Wo immer ihr auch hingeht in diesen neuen Zeitalter, ich hoffe, dass ihr würdige Verbündete findet. Erzählt ihnen unsere Geschichte. Was mich betrifft, ich werde hier bleiben und die nach letzten Überlebenden suchen. Vielleicht stoße ich ja dabei noch auf Antworten zu unserer Vergangenheit. Das Glück sei mit uns allen, Snowfall. Dean bringt unsere Leute raus. Ich bleibe zurück und suche nach Überlebenden und Antworten. Nosdormu! Seht! Der bronzene Drachenaspekt ist hier! Kinder von Neltarion, zu mir! Eure Zeit endet nicht heute! Ich unterwerfe mich keinem weiteren Aspekt! Okay. Nobody cares. Alle Verns, Evakuierung vorbereiten. Der Aspekt wird euch Deckung geben. Kommt. Ich muss mit euch sprechen. Machen wir mal. Rassageth. Dass nicht alle Aspekte ein schlimmes Ende gefunden haben. Noch nicht. Sagt eurer Königin, dass ich sie mir hole. Die Abrechnung des Sturms erwartet alle. Die Befreiung Rassagers bedeutet große Gefahr für diese Welt. So wie unser Erwachen große Veränderungen verheißt. Die Königreiche Azeroths müssen gewarnt werden. Geht zu ihnen. Auf der Reise findet ihr vielleicht auch eine neue Bestimmung. Ha! Furorion, Elysian. Die Völker dieser Welt kennen euch. Führt die Draktür auf ihre Reise. Ja, Zeitloser. Willkommen auf den Dracheninseln. Lasst mich euch anschauen. Grüßt Schuppenkommandantin Virida. Bleibt gesund. Viridia, ihr könntet mit uns kommen. Mit... mir. Entschuldigung, meine Liebe. Mein Vern bleibt auf den Dracheninseln. Wenn das Schicksal es will, bleiben wir nicht lange getrennt. Klare Himmel und starke Winde, Glutdresch. Dann wollen wir mal mit Sarakret sprechen. Was wollt ihr von mir? Es war unsere Bestimmung, die besten Soldaten der Drachengemeinschaft zu sein. Wir haben unser Leben den Kampf an Altarians Seite verschrieben. Unser Leben, Rufer. Und was war den Aspekten unser Eid wert? Nichts, sie haben uns wie zerbrochenes Spielzeug weggeschlossen. Aber wir sind nicht zerbrochen. Gebt weiter, was Nosdormu euch gesagt hat. Fort mit euch, Sarkarath. Mein Vern folgt Furorion zu dieser Stadt namens Sturmwind. Kommt mit uns! Ich habe die Befehle satt. Unser Treueeid gegenüber den Drachen wurde gebrochen. Genauso wie Neltarions Versprechen. Die Schwarzschuppen sollen vergessen werden. Wir sind jetzt die Splitterflammen. Wir werden unsere Bestimmung einfordern. Sein Zorn führt ihn auf einen dunklen Pfad. Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem wir uns als Feinde in der Schlacht gegenüberstehen. Ja, ich mir auch. Wir sind der Schild der Draktür.
Burorian berichtet von einer Gruppe, die sich die Allianz nennt. Edle Leute, die sich die Verteidigung dieser Welt gegen dieser Welt und füreinander einsetzen. Erst hat uns angeboten, ihren Anführern an einen Ort namens Sturmwind vorzustellen. Kommt, Snowfall. Bleibt eurem Wern treu. Machen wir? Dunkelkrallen, antreten! Wir müssen die Insel verlassen. Geht voran, Ebysian. Die Wächter werden Furorion folgen. Kinder von Neltharion. Ihr erwacht zu einer zerstörten Vergangenheit. Und unklarer Zukunft. Doch das Schicksal webt einen neuen Pfad zu fernen Küsten. Die Sande der Zeit beflügeln euch auf eurem Weg. Sagt der Welt, was ihr gesehen habt. Und warnt sie vor dem kommenden Sturm. Oh Junge. Oh Junge, Junge, Junge. Erblickt Sturmwind. Hauptstadt der Menschen und Kronjuwel der Allianz. Regiert von einem guten Freund, der leider fort ist. Beeindruckende Mauern. Diese Stadt könnte dem Angriff eines starken Gegners standhalten. Vielleicht sogar einem Drachen. Ihr habt keine Ahnung. Um einen angemessenen Eindruck zu machen, lasst mich eine besser wiedererkennbare Form annehmen. Ah ja, der Erdwächter hatte auch ein Antlitz. Diese Menschen kennen euch? In der Tat. Sie werden mich sicherlich mit offenen Armen empfangen. Bruh. Ihr steht vor dem schwarzen Prinzen. So treffen wir uns wieder. Normalerweise würde ein solcher Flug wesentlich länger dauern, aber wenn der Bronzenaspekt selbst eure Reise beschleunigt, ist es möglich, die Strecke in Rekordzeit zurückzulegen. Oh, die Soldaten mit den spitzen Waffen? Kein Grund zur Sorge, lediglich eine Formalität. Ich werde euch eine Audienz beim Lord-Kommandanten verschaffen, während ihr und Amarazul euch an die Arbeit macht. Glücklicherweise verfüge ich über beträchtlichen Einfluss in dieser Stadt. Azeroth erwarten viele Bedrohungen. Respekt will verdient sein. Vielleicht ist Vorhörens ein Einfluss nicht so beträchtlich, wie er glaubt, wenn er so empfangen wird. Die Obsidianwächter stehen erhobenen Hauptes. Vielleicht sollten wir uns ein Bild von dieser Stadt machen, wenn das unsere neue Heimat werden soll. Eine Aufklärungsmission sozusagen. Geht, schaut, was dieser Ort zu bieten hat. Und ich werde Vorhören folgen und versuchen zu helfen, wo ich kann. Versucht allerdings, die Einheimischen so wenig wie möglich aufzuscheuchen. Ich bezweifle, dass viele von ihnen an den Anblick von Drachen unter ihnen gewöhnt sind. Trefft euch mit uns, sobald das Gebiet ausgekundschaftet habt. Klare Himmel. Soldaten von Sturmwind, erlaubt mir euch... Furorion, ihr wurdet ermahnt, keine unangekündigten Besuche mehr durchzuführen. Besonders in Begleitung. 1000 Entschuldigungen, mein lieber Spionagemeister, aber ich bringe eine Nachricht der Aspekte für Lord Kommandant Turalion. Die Draktyr stellen keine Bedrohung für euch dar. Ihr habt mein Wort. Sie suchen Zuflucht, keinen Konflikt. Ihr tragt die Verantwortung für sie, Furorion. Die Draktyr dürfen sich in der Stadt bewegen, aber der SI-7 wird sie im Auge behalten. Lasst sie durch! Sterbliche. Mal sehen, was diese Stadt für uns bereithält. Nach diesem langen Flug brauche ich etwas zu essen. Etwas, das Start macht euch als diese Ration. Normalerweise würde ich jetzt hier das Let's Play beenden, aber nö. Wir
Wir gucken uns noch ein bisschen die Stadt jetzt genauer an hier. Wir müssen die Portalkammer, die Botschaft, die Bank und das Oxenshaus. Könnt ihr eure Schuppen, kann ich eine Schuppe haben für Herstellungszwecke, versteht sich? Hat er gesagt. Ihr macht mir keine Angst, Drache. Ah, das dürfen wir jetzt auch. Der sagt schon gar nichts mehr. Drachen gehören hier nicht her. Ich vermute, die Schwingen sind nicht zur Ziele da. Ja, das stimmt wohl. Was essen Drachen überhaupt? Die Himmel rufen mich. Die Wachen sind sich der Unzugänglichkeit der Luftverteidigung dieser Stadt nicht bewusst. Sie sagen, dass ihre Greifenmeister seien sehr gut ausgebildet, aber ich könnte sie mit Leichtigkeit überrumpeln. Dann haben sie sich die Reiter darüber beklagt, dass ich ihre Greifen verschreckt hätte. Als ob es meine Schuld wäre, dass sie sich nicht bemerkt, dass sie nicht bemerkt haben, wie ich mich ihnen nähere. Ich könnte es in einen Kriegsrat geben sollen. Ich hörte, dass es in der Burg Sturmwind einen Kriegsrat geben soll. Ich werde mich sofort dorthin begeben und dafür sorgen, dass diese gravierenden Mängel in der Verteidigung auch behoben werden. Wie schnell könnt ihr Auf bald. fliegen? Ja, wurde gefragt. Aber mal schauen. Was müssen wir als erstes machen? Ich frage mich, wie während unserer langen Stasis noch alles verpasst haben. What the fuck? Könnt ihr eure Schuppen. Kann ich. Also ja. Ah, ich wette 12 Gold, nein, 15. Aber das wollte ich kaufen. Na jetzt. Dann, wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Zur Bank. Jeder liebt einen guten Schatz. Hey, das ist Allianzgebiet, keine Horde zugelassen. Okay. Chill. Wir sind keine Hortler. So.